Hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play The Binding of Isaac. Isaac. Und ja. Wir haben keinen Spielsound. Haha. Ah. Da haben wir wieder. So, denn wir haben mit Isaac schon alles geschafft gehabt. Oben links. Und deswegen machen wir mit Judas weiter. Damit müssen wir jetzt zum Teufel. Und zum Darkroom. Das dürfen wir allerdings auch nur schaffen, wenn wir nicht sterben. Ja, das ist klar. Aber wenn wir vernünftig spielen. Was gerade nicht der Fall war. Ich habe auch übrigens mal versucht, ein bisschen zu streamen auf Twitch. Eigentlich muss ich mich da erstmal richtig reinfuchsen. Das ist ja... Oh. Könnte etwas komplizierter werden und ich werde auch darauf warten, dass ich meinen Rechner vollkommen aufgerüstet habe. Das wird nächste Woche passieren. Beziehungsweise, ich bin tot. Das wird schon passiert sein, wenn ihr dieses Video seht. Ja, und dann am besten noch warten, bis ich wirklich eine vernünftige Leitung habe, weil momentan, ich glaube, da passt es einfach mit der Übertragungsrate nicht. Gehe ich jedenfalls mal ganz stark von aus. Weil 6000 Leitungen und die auch noch belegt ist von, nicht von mir. Da könnte ich schon mal sein, dass man ja nicht vernünftig streamen kann. Also vermutlich werden dann Streams eher so, ich weiß nicht, ab wahrscheinlich so ab September eher Oktober, November. Eher Ende des Jahres, glaube ich, können Streams dann kommen. Außer es funktioniert davor schon irgendwie glücklicherweise. Das bezweifle ich allerdings noch so ein bisschen. Deswegen, ne, passt schon. Das ging schnell. Und wir kriegen einen Tiersab. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Noch zwei Herzen dazu. Oh, und nicht weitergehen. Wir waren noch nicht im goldenen Raum. Hm, ich sammle jetzt mal lieber auf. Wer weiß, was der große Raum uns so bringt. Vermutlich nichts Gutes, deswegen nehme ich es mal lieber mit. Der wollte sich gerade in die Luft jagen. Ich hätte sowieso zu spät reagiert, aber es geht ums Prinzip. So. Nichts. Wahnsinn. Ja gut, das geht eigentlich noch. Da müssen wir das Book of Belial nicht benutzen. Hätten sowieso in diesem Raum ja voll gekriegt, also von daher alles ist gut. Und was gibt's? Ah, 2020 Double Shot. Das ist geil. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Jetzt haben wir einen Tiers abgekriegt und den Double Shot, der sowieso nichts. Der sowieso. Mensch. Die. Hilfe! Ich kann nicht mehr sprechen. Die. Oh, wie heißt es denn jetzt? Dass kein Tiers down macht, so. Ich kann es gerade nicht besser erklären. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Hoffentlich, 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 ja, bitte. Kommt rüber. Mit dem Double Shot, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Set Bombs ist auch in Ordnung. Damit können wir auch schon mal was anfangen. Denn Bomben sind ja bekanntlich immer gut, besonders dann für solche Ecken hier. Noch zwei Herzen dazu. Sehr nice. Noch ein bisschen Geld, was auch nicht schlecht ist. Ja, und dadurch, dass wir jetzt auch nicht gerade schwach sind mit Judas am Anfang, läuft es eigentlich sehr gut soweit. Oh, die haben sich gerade selbst in die Luft gejagt. Toll, dankeschön. Genau so soll das nicht sein, ja? Da kam auch nichts Schönes bei raus, egal. Kakio, hilf hier rein. Können weg. Das bekanntliche Tief in der letzten Folge, weiß ich gar nicht, oder in einer letzten Folge, hat sich, glaube ich, wieder erledigt. Ganz viele Herzen bekommen wir dazu. Und Monstro, der schwarze Monstro, der die ganze Zeit, glaube ich, nur spuckt, soweit ich mich richtig erinnere. Mit dem Double Shot und dem Book of Belial ist der weg. Ging schnell. Und jetzt...
Jetzt einen schönen Deal mit dem Teufel. Richtig schön am besten. Das ist kein schöner Deal mit dem Teufel. Wie tot? Cool. Das Book of Belial ist besser. Damit haben wir dann nämlich eine hundertprozentige Chance. Glaube ich. Eine hundertprozentige Chance zu haben. Dass man dann... Bam! Devil Deal bekommt. Und ich glaube, mit dem müssen wir in dieser Runde auch arbeiten. Ich glaube, es geht einfach keinen Weg drum herum. Das ist das Problem. Deswegen bleiben wir lieber beim Buch. Beim Büchlein. Okay, ihr seid keine Gegner für mich. Ich warte darauf, dass ich noch getroffen werde. Nein, okay. 2, 3 Bomben. 2, 3, 4, 5 Bomben. Ja, das ist doch eigentlich... Also mir gefällt gerade die Runde soweit... Oh Gott, war das dumm. Soweit wie es ist. Ich dachte nämlich, er hätte die Bomben beschwört und deswegen wollte ich lieber gleich fliehen, aber... Ja, Justice. A dime. Cool. Jetzt können wir sogar in den Shop gehen. Genug Schlüssel haben wir. Aua. Das war unnötig. Okay. So, was gibt's Schönes? Infestation 2, Infestation Shard. Das ist geil. Jetzt nämlich viel Spinnen mal raus und die sind auch nicht gerade schwach durch die Tatsache, dass wir sehr stark sind. Das mag mir doch sehr, sehr gut gefallen. Besonders, wir nehmen jetzt möglichst viele mit zum Boss. Chat! Den hatten wir, glaube ich... Chat, jetzt muss ich überlegen, hatten wir Chat schon mal als Gegner? Ich glaube ja nicht. Also höchstens im Boss Rush Room, aber ich glaube sonst nicht. Little Chat! Genau, sonst hat man ihn noch nicht. Yay! Little Chat! Und was gibt's hier? Der Wafer. Nice! Sehr cool. Ich gebe auch gerne mal gerade ganz viele Bomben auf. Hab zwar nur ein Herz bekommen, ist aber finde ich in Ordnung. Jetzt können wir noch zum Shop gehen, genau. Das lief doch schon mal sehr, sehr geil. Muss ich sagen. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Jetzt kriegen wir zwar nur Angel Deals, aber wenn wir das Sacrified Heart, ist das das? Oder Sacrified Tears, oder ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wenn wir das bekommen, dann könnten wir in der Lage sein, den Darkroom sogar zu schaffen. Oh Gott. One plus one. Nehmen wir auf jeden Fall. Und der Rest wird hier reingeschmissen. Weil den Boomerang, was soll ich mit dem machen? Wie gesagt, Book of Belial ist da doch deutlich besser. Ich wollte es nicht öffnen. Es war von alleine. Ich wollte das nicht. Top Ausrede. Ich wollte das doch gar nicht. Ja, komm, wir gehen mal rein. Nice. Hat uns ein Herz gekostet. Naja. Hätte auch wieder irgendein Guppy-Item drin sein können. Das hätte dann doch wieder etwas mehr gebracht. Also so minimal. Viel. Viel mehr. Okay. Hossa. Ich bin auch müde. Zeit für einen Schluck Coke. Light. Ich weiß, das trinkt kein Schwein, aber ich schon. Aber nicht eiskalt. Leider. So, und weiter geht's. Ah, damn it. Das Herz wollte ich mir eigentlich noch ein Weilchen aufheben, aber okay. Hier kriegen wir noch ein paar mehr Spinnchen raus. Sehr schön. Noch 2 Schlüssel. Also Schlüssel haben wir auf jeden Fall kein Problem mehr. Ist schön, dass wir es gekriegt haben. Pay to play, Magic Fingers. Aber wie gesagt, momentan geht nichts über das Book of Belial. Gibt uns irgendwie noch die Chance auf mehr Angel Deals. Poison Touch. Nehmen wir gerne.
Noch ein bisschen Geld. Fast übersehen. Noch ein Herz. Sieht doch momentan gar nicht so schlecht aus. Halt auch durch die zusätzliche Stärke von dem Bukubilio. Das könnte schon, der Double Shot könnte schon der Game Changer gewesen sein. Natürlich auch die ganzen Herzen, die wir schon bekommen haben. Ah, dammit, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Nein, warum? Das ist so gemein. Hui! Stimmt, die schießen ja genau auf mich. Komm, geh tot. Jawohl. Der Shop. Ja, guck mal rein. Challenge up. Einfach, weil es mehr Schaden gibt. Und wir haben zwar schon viel Schaden mit Judas, aber mit noch mehr Schaden können wir vielleicht der Wahrscheinlichkeit entringen, dass wir ganz viel Schaden nehmen. Wer viel Schaden macht, den geht's vielleicht dann auch im Endeffekt besser. So, schon weg. Okay. In den Stachelraum gehen wir mal noch nicht rein. Wie viele große Räume gibt's denn hier? Leute. Und wie viele Viecher schießen denn hier? Leute. Okay, alle weg. Und der nächste große Raum. Na komm, wer hat noch nicht, wer will noch mal? So, jetzt noch ein paar da. Oh, man sollte vielleicht auch treffen. Aber dafür habe ich meine Spinnen. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch keinen Boss gemacht. Ich gucke gerade oben links auf die Karte. Dachte mir, hä? Oben links. Es ist außerdem oben rechts und unten links. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich gucke gerade rechts oben auf die Karte nach links unten. Mhm. Deswegen habe ich einfach, ja. Ihr wisst, was ich mal sagen wollte. Und Boss. Mega Fatty. Okay. Dass ich keinen Schaden genommen habe, ist ein wahres Wunder. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, nehmen wir den Halo mit? Das heißt, wir bekommen noch ein Herz dazu. Wenn wir noch ein Herz dazu bekommen, ja, wir müssten jetzt wissen, was oben in dem Devil Deal drin ist. Weil dann könnten wir noch ein bisschen was Besseres machen. Ich nehme es aber vorsichtshalber mal mit. So. Und natürlich war es ein Fehler. Oh, und die sind beide so, ah, die sind alle so gut. Wir nehmen auf jeden Fall das eine Guppy-Item, weil jetzt können wir uns noch ein zweites auswählen, weil wir noch genug Herzen haben. Fliegen wäre natürlich geil. Mehr Schaden und schnellerer Schuss ist eigentlich noch geiler. Damage und Tears up nehmen wir mal. Das ist jetzt nämlich noch mehr Tränen, noch mehr Schaden. Sehe ich momentan als besser an als Fliegen. Fliegen, vielleicht kriegen wir noch mal eine Möglichkeit. Wäre natürlich nice. Der ist, glaube ich, schneller wie die anderen. Meine Schüsse sind aber auch schneller. Ja. Also stark sind wir, das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht mehr leugnen. Und viele Einsatzdinger kriegen wir auch. Einsatzdinger ist auch schön. Nein! Voll reingelaufen. Ich konnte nicht mehr ausweichen. So dämlich. Dämlich. Dämlich, dämlich. Die Spinne schwebt. Sie ist die Jesus-Spinne. Ne, warte. Das ist ja kein Wasser da unten drunter. Das kommt ja, glaube ich. Wasser kommt, glaube ich, erst bei späteren Ebenen. Diese unvorhersehbaren Gegner sind immer die schlimmsten. Du kannst es einfach nicht vorhersehen. Ah, Gott. Oh, bin auch noch reingerannt. Nein, das gibt's doch nicht. Darf ich nicht so eine Scheiße machen hier? Das wollte ich sehen. Gut, gegen den müssen wir nicht kämpfen. Wir gehen einfach raus und wieder rein. Aber wir haben schon mal wieder ein Herz mehr dazu bekommen. Deswegen habe ich das gerade gemacht. Und wir haben noch genügend Bomben momentan. Oh Gott. So, der Kollege hier will auch, dass er getötet wird.
Und das ging sogar sehr schnell. Wir schauen mal, es ist Creed. Creed ist kein Problem für... Oh Gott! Scheinbar ist das mit dem Getroffenwerden doch eine Schwäche von mir. Eine große Schwäche, die man jetzt mal bemerken darf. Dammit. Wo ist eigentlich der Boss? Hm? Wo habt ihr denn versteckt? Ui. Glück gehabt. Das ist fies, 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 das ist fies. Puh, überlebt. Das ist immer das Schlimmste in diesem Raum, wenn dann irgendwelche Gegner, die lange leben. Zum Glück hatten wir mehr Schaden. Dadurch passt das wieder. Muss man immer ausweichen. Sehr schön. Jetzt die Feuer ausmachen, bevor sie uns noch angreifen. Denn das muss nicht sein. Ja, Scapula, you have been blessed. Ist in Ordnung. Spinnen gegen Spinnen. Schlimm sowas. Sieht ja fast wie die Menschen. Ah. Bam. Ja. The Adversary. Na klasse. Ah, ich wollte ausweichen, das hat nicht mehr geklappt. Jetzt können wir ihn auch direkt töten, bevor er nochmal angreift. So, es gibt für uns Tears und Shot Speed Up. Boah, Wahnsinn. Ja, und von hier werden wir definitiv nichts mitnehmen. Das würde uns noch weniger bringen, besonders noch weniger Herzen. Und das kann ich einfach nicht verantworten. Noch weniger Herzen und dann sind wir aber ganz schnell Geschichte. Na, klasse. Jetzt erstmal die Dinger ausschalten, jetzt kommt ihr dran. Komm, zeig dich. Komm, zeig dich. Das war meine Spinne. Meine Spinnen sind verdammt stark. Ja. Bäumchen. Boah, das ist ja Wahnsinn. Also stark sind wir, das können wir absolut nicht leugnen. Amnesia. Fuck me. Nein, nein, nicht diese Gegner. Nein, bloß nicht. Auch nö. Spinnen, macht die Arbeit. Ja. Okay. Ach nein. Sehr gut. Das hat besser funktioniert, als ich dachte. Jawohl! Noch was? Ja, hier oben links geht's weiter. Oh, Goldraum, das ist schon mal sehr schön.